Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Anno 1404 Venedig mit der inoffiziellen Anno Eternot. Ja, wir sehen hier gerade, Bruder Hilarius bietet uns einen Auftrag an. Stellen Sie Folgendes in Ihrem Kontorten Goldfurt bereit. 6 Tonnen Gewürze, 8 Tonnen Kräuter. Wir sagen mal ja. Ihr lernt wirklich schnell. Aber... Also Gewürze an sich können wir noch nicht herstellen, aber dafür gibt es hier in der Modifikation, genau für solche Aufträge, einen Ersatz, das in geringem Maße Gewürze herstellt, und zwar hier die Anisfarm. Ich weiß nicht, ob das hier gedeiht. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Das sieht gut aus. Und dann müssen wir noch Kräuter uns irgendwie besorgen. Einfachsten wäre es natürlich, wenn wir uns das hier einkaufen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das gemacht wird einfach so. Wie viele Tonnen brauchen wir dafür? 8 Tonnen. So. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch einen Auftrag. Wo war denn jetzt hier mein Schiff? Das hatte ich hier hingeschickt, nicht wahr? Genau, das sollte hier nochmal ein bisschen herumsuchen. Aber ich müsste doch hier genau... Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Fahr mal einfach weiter. Ignorier das. Wir sind ja letztes Mal nicht der Aufforderung von Hassan Ben Said nachgekommen. Und haben eben nicht... einen Pakt mit ihm geschlossen, damit er uns nicht mehr angreift, weil wir fürchten uns nicht so sehr vor ihm. Allerdings geht jetzt natürlich ein unbewaffnetes Schiff, das ist nicht so ganz so das Tollste. Wo fahrt ihr denn eigentlich hin, da oben hin? Ja, wo fahrt ihr überhaupt nicht hin, ihr fahrt da unten hin. Das ist, glaube ich, abgedreht. Niemand hat bisher eine Begegnung mit diesem Schiff. Ich versuche hier einfach zu entkommen. Aber das ist natürlich langsam hier, das Schiff. Das ist ja blöd hier. Haben wir noch irgendwo ein dies anderes Schiff Kriegsschiff hat uns? Noch jede Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Dann wirst du mal ausscheren. Das müssen wir nur dran denken. Und uns hier auf das Korsarenschiff stürzen. Und wenn das angreift... können wir dann auch mit dem hier weiter angreifen, der Mermaid. Aber nur, wenn wir Unterstützung haben. Ja, das klingt doch ganz schlau. So, was wollen wir denn heute eigentlich mal machen? Wir wollen hier mal schauen, wie das denn mit der Teppichproduktion hier losgeht. Das sieht ganz okay aus, aber vermutlich brauchen wir da noch mehr von, ja. Die sind hier überhaupt nicht ausgelastet. So, die stehen hier äußerst ungünstig gerade. Die nehmen uns hier viel Bauplatz weg. Das wollen wir natürlich nicht haben. So. Ja, das passt natürlich wieder nicht. Wäre auch zu schön. Dann machen wir hier mal so einen Rundgang drumherum. Ist natürlich auch nicht so effizient, aber was soll's. Muss ja auch nicht immer alles effizient sein. So, und dann noch eins. Ne, hiervon brauchen wir nur eins. So, eine Indigo-Plantage. Jetzt ist unser Schiff da gleich angekommen. Da müssen wir uns gleich auf jeden Fall kümmern, dass wir den Kampf da überleben. So. Auf sie! Mit Gebrüll! Seht es als Investition in die Zukunft. Nein. Sehr bedauerlich. Bin jetzt nicht in der Stimmung, Tribute zu zahlen. Aber eigentlich sollten wir das hier mit 2 gegen 1, mit dieser Übermacht, sollten wir das definitiv schaffen. Ja, das sieht gut aus. Ein Schiff ist immer nur so... Und wenn das jetzt gleich weg ist, schließt du dich sofort dem an.
Du musst dich jetzt erstmal ein Stück heilen hier im Hafen. Hallo. So. Hier müssen wir mal schauen, dass wir das ganze Treibgut. Es ist nur eine Kiste. Okay, was wir dann hier hinbringen. So, und hier ist das Schiff, was eigentlich von dem hier begleitet werden muss. Aber das muss erst. Muss die Mehrmann mit sich hier reparieren. Ich glaube, wir haben jetzt hier die Schiffe getauscht, die Folgen. Aber das ist ja völlig egal. Sind ja baugleiche Schiffe. So. Hier haben wir ein Problem, dass wir das Holz nicht mehr lagern können. Das macht aber auch noch nicht viel. Dann ist das halt so. Ich will erstmal schlafen legen. Sparen wir ein bisschen Geld ein. Wir haben hier 31.000 aktuell. Das ist ja nicht so viel, weil wir Schiffe bauen mussten letztens noch. Was wir allerdings mal anfangen könnten, wäre hier die Produktion von Glas. Das würde ich gerne schaffen. Hier produzierten wir kein Quarz, ne? Nein, sehr, sehr gut. Dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch betraute, ist er beendet? Ja, das ist er. Ich bestätige das sofort. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Auch dafür erhalten wir jetzt Geld und Ruhm. So, hier bauen wir jetzt Quarz ab. Jetzt müssten wir gleich eine Handelsroute schließen. Das gefällt mir. Sehr gut, wir haben die Kräuter. Wir können sie jetzt aus dem Einkauf rausnehmen. Und dann müssten wir jetzt hier nur noch die Gewürze lagern. Von Anis hier. Das müsste aber irgendwie gehen. Aber das sind, glaube ich, eigentlich waren. Ne, die müssten hier drunter stehen, ne? Genau. Eine Tonne. Also das geht ganz langsam hier nur, weil das wirklich nur für den Auftrag ist. Aber wir haben ja noch 18 Minuten Zeit. Bis dahin sollten wir wohl 6 Tonnen beisammen haben, denke ich. Wobei. Dann stellen wir das auch einfach in den Einkauf. Ja, können wir ruhig mal 10 oder 9 oder so dann machen. Brauchen wir später eh nochmal. So, du fährst jetzt hier zurück. Wobei ich eigentlich nicht möchte, dass du hier hin und her fährst, ohne dass wir ein Schiff haben, was das unterstützt. Nee, das machen wir nicht. Wir machen das folgendermaßen. Die Stella Maris bringt ja gerade Töpferwaren von Röschenhofen nach Goldfurt. Da fügen wir noch das Kontor hier hinzu. Das ist einfacher. Und da lädst du dann ein Quarz. Und das lieferst du auch in Goldfurt ab. Sehr gut. Und mit diesem Quarz werden wir dann nämlich in Goldfurt eine Glasherstellung beginnen. Denn Glas brauchen wir wieder als Bauressource demnächst. Wo war das denn jetzt schon wieder? Da. Und zwar brauchen wir dazu noch Pottasche. Das ist wieder ziemlich viel Bauplatz, was wir da stellt keine quasi Waren verbrauchen. Verschwenden will ich jetzt nicht sagen, weil das stimmt ja so nicht. Benötigt Pottasche und Quarz, produziert Glas. Okay, das machen wir nochmal anders. So müsste ja passen eigentlich, nicht wahr? Genau, eine Glasschmelze. Und das wird jetzt natürlich noch ein bisschen dauern, bis die vernünftig läuft, aber ist auch egal. Bruder Hilarius. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ganz ruhig. Schrei mich doch hier nicht so an, lieber. Ja, Erzähler ist ja auch falsch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist auch ein interessantes Schiff, dieses mittlere Handelsschiff. Sieht ganz nett aus. Und das ist auf jeden Fall sehr effektiv, denn wir können ja jetzt endlich 4 Waren gleichzeitig transportieren. Und das wollten wir ja schon ganze Zeit. Das war ja unser Ziel. Wir haben eigentlich von allem hier einen guten Überschuss. Ich würde fast sagen, wir haben ja hier letztens einen neuen Marktplatz gebaut. Bevölkern den da nochmal weiter. Dann verbrauchen wir auch endlich unser Holz hier. Und wenn wir sowieso einen Überschuss haben, dann erhalten wir so auch noch mehr Steuereinnahmen, ohne dass wir noch wirklich was an Mehraufwand haben. Im Gegenteil, wir bekommen sogar einen weniger starken Aufwand, denn wir müssen das eher nicht immer verkaufen, wenn es voll ist. Wie machen wir das denn hier mal? Habe ich das denn da gemacht? Doch, da fehlte das hier. Okay. So. So. Und dann kommt hier das Stück Weg hin. Ja, die Wegeplanung ist immer hier mit das Schwierigste. Wenn man da immer irgendwelche Fehler einbaut.
machen wir hier überall weitere Bauernhäuser hin. Beziehungsweise Pionierhäuser, in denen da natürlich Bauern leben. Pioniere gab es ja in den früheren Anno-Teilen immer. Das werden wir dann später auch irgendwann mal sehen, wenn ich die anderen Anno-Teile mal spielen werde, weil das kommt auch. Aber erstmal sind wir ja noch hier in 1404 und das dauert auch noch eine ganze Weile. Ich habe ja schon gesagt, am liebsten würde ich das mit dem Kaiserdom und der Sultansmoschee abschließen, aber ich weiß nicht, ob das so machbar ist hier mit der Modifikation. Denn das backt manchmal rum oder es hat bei mir zumindest schon mal rumgebackt. Okay, so, jetzt müssen wir natürlich die Steuern hier noch senken, damit da Leute einziehen. Vielleicht sogar direkt ganz runter, dann können noch welche direkt aufsteigen. Ja, ich glaube, das nicht ist ganz mehr sinnvoll. Lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Und die können jetzt alle hier wieder aufwachen. Mit Shift und auf dieses Symbol klicken, habe ich alle Betriebe auf dieser Insel, die ein Forsthaus sind, wieder aufweckt aus ihrem Schlaf. Was ich mich jetzt mal wirklich interessieren würde, wenn wir jetzt mal bald hier gucken. Bald habe ich dich. Man muss doch hier, man kann doch irgendwie hier sehen, wie viele Schiffe man eigentlich versenken muss. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Ratssitz. Ehrenberg. Eine Novia verbraucht ihr letztes Wasser. Nee, das müssen wir noch weitere haben, bevor wir das... Ach nee, wir müssen dann, glaube ich, was hier für Ruhm kaufen in der Ratsversammlung. Okay, und hier sieht es so aus, als müssten wir hier bald mal einen... nee, das geht eigentlich. Dann müsst ihr halt ein bisschen warten. So schlimm ist das auch nicht. Gut. So. Sollte eigentlich dann demnächst, weil die Glasherstellung anlaufen, noch nicht, weil hier ist ja erst das Quarz drauf. Das muss ja erstmal dann da oben ankommen. Aber das sollte irgendwann dann der Fall sein. Was ich jetzt mal machen will eigentlich, ich hatte doch hier das Schiff aus und das steht hier einfach nur blöd rum. Ja, das ist natürlich toll. Nee, du solltest ja eigentlich mal Venedig entdecken, hatte ich eigentlich vorgehabt. Müsste ja hier irgendwo sein. Weil hier waren ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ja. Sehr schön. Hier wollen schon wieder welche aufsteigen. Hier noch nicht, weil das Vergnügen fehlt. Das wollen wir doch mal hier verbessern. Vergnügen, ein Wirtshaus. Was ist das denn? Nee, das ist was anderes. Was ist das? Ein Schauspielhaus. Man kann wählen zwischen einem Wirtshaus und einem Schauspielhaus. Hat aber die gleiche Abdeckung. Aber vielleicht bauen wir dann hier mal ein Schauspielhaus hin. Ja, das ist mal was anderes. Wo ist denn der Eingang wohl? Hier, dann machen wir den hier hin. Und setzen da vorne mal einen schönen Platz. Orientalisch ist natürlich blöd. Naja, sieht jetzt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Na egal, passt schon. Okay, ja, ich warte mal noch ein bisschen, damit ich die nicht immer alle einzeln aussteigen lassen muss. Nur besser hier nochmal vorbeischauen. Du lieferst schon Mehl auf diesem Weg. Das heißt, wir haben so viel Mehl, dass hier gar nichts mehr reinpasst, ne? Ja, das ist der Fall. Teppiche können wir jetzt freigeben. Und was wir mal machen ist, wir bauen noch mehr normale Häuser. Weil wir haben hier jetzt wieder genug Werkzeug. So. Denn steigende Bevölkerungszahlen sind immer gut. Vor allem müssen wir das natürlich auch wieder senken. So, hier können wir wieder Leute jetzt aufsteigen lassen. Ich will eigentlich, dass das hier so zu dem Marktplatz zusammenwächst. Deshalb gebe ich die nicht immer direkt frei, sondern mache das manuell, dieses Hochstufen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das wissen wir doch. Wird sich aber gleich ändern, wenn das Quarz da ist. So, wie sieht das denn hier aus? Wie viel Mehl produzieren wir denn hier? Nur aus einer Produktion, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir machen jetzt was ganz Riskantes. Wir lassen das jetzt einfach mal schlafen und versuchen, da unseren Vorrat aufzubrauchen. Ist immer blöd, weil ich immer sehr gerne vergesse, das wieder anzustellen. Ich muss auf jeden Fall am Ende der Aufnahmesession dran denken, dass ich das mache, sonst habe ich das beim nächsten Mal vergessen. Wie sieht das denn jetzt hier mit den Gewürzen aus? Müsste da nicht langsam mal genug da sein? Wir haben erst 2 Tonnen.
Sind es, glaube ich, 3 geworden gerade, oder? Nee. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo Gewürze haben. Verkauft ihr nicht, mit meiner, ne? Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Ja. Ah, kann ich etwas für euch tun? Er verkauft Gewürze. Dann fahren wir da mal hin und kaufen uns dort Gewürze. Ein oder Freundschaftsbesuch. Welch erfreuliche Abwechslung. Gut. So, und da können wir dann auch Mosaike mal kaufen, aber wir können auch mal Mosaike herstellen gerade, glaube ich. Oder können wir das überhaupt schon? Ja, können wir. Quarz und Ton brauchen wir dafür. Hier haben wir ja keinen Ton, ne? Nee. Das ist ein bisschen schade. Ich habe das ungern auf einer Insel, wo wir den Ton produzieren, um was anderes herzustellen, weil da muss man immer sehr genau aufpassen. Aber es gibt, glaube ich, gar keine andere Insel mehr. Hier vergesse ich mal, das Schiff weiterzuschicken. So, hier können wir wieder neue Leute aufsteigen lassen. Ihr müsstet heilig gesprochen werden. Mindestens. Finde ich auch. Die Rufe venezianischer Gondolieri ertönen aus der Ferne. Was ist denn für ein Symbol? Ja, wir haben Venedig entdeckt. Die Venezia. Karten werden neu gemischt. So, mit diesem Schiff wollen wir auf jeden Fall mal eine neue Insel besiedeln, weil viele gibt es zwar nicht mehr, aber... Naja. So, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, genau, Ratssitze zu kaufen. Niemand in der Stadt hat mehr Einfluss als ihr. Wichtig ist, dass wir überall einen haben und die anderen nicht. Wir werden natürlich irgendwann, wenn wir genug Geld haben, da aufstocken. Aber noch haben wir nicht genug Geld. Da würde ich lieber erstmal noch das Geld für andere Sachen ausgeben. Wir werden natürlich auch weiter neue Schiffe brauchen und so weiter. Und natürlich auch Gebäude. Gebäude sind ja auch immer sehr teuer. So, dieses Haus würde ich gerne noch aufsteigen lassen, wenn mir das erlaubt ist. Ah, das hat kein Vergnügen. Das kann ich überhaupt nicht aufsteigen lassen. Ich habe außergewöhnliche... Ja, du hast außergewöhnliche Waren. Ein gutes Geschäft. So, dann liefern wir das jetzt mal hier nach oben. Wie einfach es ist, andere zu demütigen, nicht wahr? Warum missfällt dir das? Seid euch meine Verschwiegenheit gewiss. Ist es wahr? Der Kaiser erinnert sich tatsächlich an mich? Ich könnte Berater bei Hofe werden. Eines Tages. Ja, bestimmt. Wir müssen hier aufpassen, dass es nicht in Krieg absinkt. Oh, ihr seid es. Genug. Mit Komm nur. Ganz meine Meinung. Der Adelstitel allein macht einen noch nicht zum besseren Menschen. Nein, nein. Auf keinen Fall. Kämen wir denn dahin? Ich sag nur der Lord Northburg. Aber der hat es ja verdient, der ist ja immer sehr freundlich zu uns und berät uns sehr schön. Alles zum Wohle des Kaisers. Aber er hilft uns ja auch öfter schon aus der Klemme, indem er uns die Sachen verkauft. Macht damit natürlich Profit, aber das ist ja auch sein gutes Recht. So, wir haben hier schon wieder alle überlaufenden Lager. Fisch scheint sich zu leeren. Land voraus! Okay, aber das werde ich jetzt aktuell noch nicht gegensteuern. Dies sind gibt die auch Bauchräne, irgendwann, die das ich weiß ich, gibt es hier einen großen Fischer. Aber noch nicht. Das wäre nämlich schön, weil dann bräuchte man nicht immer so viele. Und dann würde ich auch mal langsam die Fischproduktion von hier vorne umlegen. Land Ahoi, eine unbewohnte Insel. Schon wieder ein Gebäude. Einen willst du haben? Aber nicht ohne, dass du was springen lässt. Ja, ist ja gut. Könnte ich mir holen. Wein, Gewürz, Weizen und Kräuter ist jetzt aber nicht so toll. Wein ist ganz nett, aber nee. Dann noch eine so klein. Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Was? Wie kannst du es wagen? Er hat einfach unsere Insel besiedelt. Schränken natürlich jetzt hier ein, wo sie sich überall hinbegeben kann. Da bist du ja wieder. Oh. Also wirklich, das wird irgendwann vermutlich zu Krieg führen. Wobei, nee, ich glaube nicht. Eventuell kaufen wir die Insel ab, aber... Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Würde ich jetzt denunzieren, wenn wir jetzt hier in Civilization wären. Aber sind wir nicht. Da gerät meine freundliche Haltung hier doch gegen ihr
gegenüber ihm stark ins Wanken. Das geht ja gar nicht. Die klaut uns hier einfach Land auf unserer Insel. Ha. Naja. Eine Insel wurde ausgemacht. Die ist doch schön. Wein und Honig. Ist jetzt noch, wenn die jetzt noch ein bisschen größer wäre. Ah. Nee, die ist klein. Absolut klein. Hat auch nur Stein und Eisen. Oh, ist jetzt nicht so geil. So, das Schiff ist auf jeden Fall da. Dann haben wir die Gewürze aus, dann könnten wir genau. Seid ihr etwa meiner Bitte schon nachgekommen? Ja. Gott segne euch für eure Hilfe. Haben wir doch gerne getan. Okay. Produzieren wir jetzt eigentlich hier Glas? Ja, wir haben schon 4 Tonnen Glas. Sehr gut. Letzten Überschuss an Pottasche? Vermutlich schon, ne? Ja. Quarz ist auch schon wieder aufgebraucht. Aber hier sollte inzwischen ja 10. Vorher waren es nur 6. Wahrscheinlich ist das immer noch zu wenig. Es wäre ja gut, wenn wir hier diesen Quarzbruch hätten. Ein Eiland wurde gesichtet. Auch eine unbewohnte Insel. Allah segne euch. Ich würde gerne nochmal wirklich eine größere Insel haben, muss ich sagen. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Mit Flussbauplatz auch. Das brauchen wir nämlich jetzt auch, fällt mir gerade ein. Wir brauchen unbedingt noch einen Flussbauplatz, weil wir ja demnächst Lederwaren anbauen wollen. Ja, die holen wir uns doch hier mal. Wieso ist ein bisschen blöd? Fahren wir mal hier unten hin. Können wir hier schön hin und her pendeln. Ja, das ist gut. Da werden wir später die Produktion drauf verlagern. Die hat jetzt zwar nicht so klasse Anbausachen, aber Hanf brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Wahrscheinlich werden wir da sogar Most hinpacken, damit wir hier unsere Produktion von weg schaffen können. Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. So, sehr gut. Steigen immer mehr Leute hier auf zu Siedlern oder zu Bürgern, sind es ja schon. Vergesst es immer. Als in anderen Spielen früher anders war. Aber gut. Das haben sie geändert und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ein gutes Geschäft. Mütlingen hat er besiedelt? Ich bin begeistert. Du bist begeistert. Ich bin nicht so begeistert, dass du meine Insel besiedelt hast. Aber gut, man kann nichts machen. Wir werden uns jetzt noch ein paar mehr Inseln unter den Nagel reißen, denke ich. Wo wir gerade dabei sind. Du kannst ja mir oben weiterschauen. So, jetzt stellen wir mal hier, glaube ich, wieder... Ah, da fährst immer noch mit zu viel mehr rum. Nee, das können wir noch nicht machen. Was wir aber mal nachmachen müssen, ist, wir schauen noch mal einmal, wie es hier jetzt um unsere Ressourcen steht. Das sieht alles noch ganz gut aus, muss ich sagen. Das auch. Ja, definitiv. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir noch mal, was wir noch für unsere Bürger hier, beziehungsweise unsere Patrizier hier tun können. Denn wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier unten links könnt ihr dann auf die nächste Folge klicken und hier unten rechts könnt ihr auf ein anderes Projekt von mir gucken. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.